ist das Ding. Ich freue mich. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben YouTube-Freunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal Max Trout Fishing. Heute mal ausnahmsweise nicht aus meinem Streamingzimmer, nicht vom Wasser, sondern aus unserer kleinen Küche hier. Und warum? Ich brauche einen Tisch. Und zwar mache ich ein Video, was ich so vorher noch nie gemacht habe, und zwar ein kleines Unboxing-Review. Und zwar von der Better Fishing Box. Einer, ja, Mystery Box, so möchte ich es mal formulieren, die in einem monatlichen Abo-Modell bestellt werden kann. Und ja, von inzwischen sehr großen YouTubern, Social-Media-Anglern, so möchte ich es mal formulieren, zusammengestellt wird. Und das sind, wie gesagt, keine Unbekannten, sondern das sind Yoshi vom Kanal Yoshinator, das ist Maxi vom Kanal Angeln Maximal, nicht ich, sondern der Maxi, dann der David vom Kanal Angeln Like a Boss und der Viktor vom Kanal Ich Geh Angeln. Und das Ganze ist in Kooperation zusammen mit Angel Joe, zumindest wenn man dem Impressum der Better Fishing Box folgt, ja, bekommt man das quasi mit. Das bedeutet, das Ganze hier, die vier YouTuber in Kooperation mit Angel Joe, stellen ja jeden Monat so eine tolle Box zusammen aus den besten Ködern aus dem Raubfischbereich. Und ich dachte, ich nehme euch heute mal mit in die Box, genauer reinzuschauen und zu schauen, hat die Better Fishing Box den Namen auch wirklich verdient. Ich bin wahnsinnig gespannt. Es ist jetzt auch schon relativ spät am Abend, aber ich habe noch wirklich auf den DHL-Fahrer gewartet. Das Ding ist jetzt da und jetzt packen wir es zusammen aus. Ich nehme euch dafür einmal mit in die Detailansicht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier Außenkarton. Das ist der Versandkarton quasi, mit dem der Paketdienstleister euch ja, die Better Fishing Box nach Hause bringt. Dann machen wir das Ganze doch mal auf. So, jetzt hier die Better Fishing Box in so einem schwarzen, in so einer schwarzen Wellpappverpackung im Karton. Goldenes Logo vorne drauf mit Better Fishing. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera sehen könnt, vielleicht hier an der Reflexion, aber die Box ist pickepacke voll. Die wölbt sich sogar schon nach oben und ist auch offensichtlich hier kaum zugekriegt worden. Dann machen wir sie doch mal auf und gucken, was uns hier Schönes erwartet. So, was haben wir? Der Fat Swim Impact von Kitech 2,8 Inch, hier in der Farbe Watermelon Yellow. Eine wirklich gute Farbe, die fische ich tatsächlich auch bei einigen anderen Kitech Gummis und ist wirklich, wirklich fängig. Gerade hier die 2,8 Inch Variante vom Fat Swim Impact lässt sich wunderbar als Trailer fischen, hinter zum Beispiel einem Skirted Jig oder einem Chatterbait zum Beispiel. Aber auch natürlich Solo an einem Offset-Haken, einer Shibu zum Beispiel, wirklich gut. Ich habe mir auch mal für die Köder eine kleine UV-Lampe geschnappt, denn einige von euch interessiert es ja, ob die Köder UV-aktiv sind. Aber ich denke hier, ihr könnt es hoffentlich in der Kamera sehen, gerade der Bauch, super UV-aktiv hier, der Fat Swim Impact. Dann als nächstes von Savage Gear. Der 4D Perch Chat, ja, ein rot-gelbes Barschimitat quasi. Hier oben steht es auch drauf. Slow Sinking, 12,5 cm. 5 Inch groß das Ganze, 23 Gramm. Direkt schon mit Hakensystem. Und ja, alle orangenen Elemente. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera ein bisschen sehen. Alle orangenen Elemente stark UV-aktiv. Auch ein schöner Köder. Ich denke, gerade für die Hechte im Uferbereich, also im Flachwasser, bestimmt super interessant. Dann haben wir als nächstes ein Klassiker, das von Mans, der Twindler. Hier in so einer rot-braunen Farbe
mit roten und grünen Flakes drin. Gucken wir hier mal, UV-aktiv. Nein, nicht UV-aktiv, aber auch ein ziemlich großer, aber auch schon sehr erfolgreicher Hechtköder. Da bin ich mal gespannt drauf. Dann, der durfte natürlich nicht fehlen, ein Dude hier in More Kiwi. Natürlich hier, ich hoffe, man kann es erkennen, der Bauch super UV-aktiv. Und der ist auf jeden Fall geflavored. Also ich hoffe, man sieht es hier in der Tüte. Der ist hier richtig feucht. Und auch, wollen wir mal gucken, ob man euch das näher zeigen kann. Ja, absolut. Ich hoffe, ich kann es euch jetzt hier zeigen mit dem Autofokus, aber auch auf dem dunklen, auf der dunklen Rückenseite, sage ich mal, sieht man noch die kleinen Salzkristalle. Also definitiv gesalzen und geflavored. Sehr schön. Was haben wir noch? Von Cormoran Action Fin Chat. Ja, ein kleiner Chat in 7 cm, 7 Gramm schwer. Roter Bauch, ja, durchsichtiger, gelber Körper, grüner Rücken, mal gucken, UV-Aktivität, oh ja, der Rücken ist mega UV-aktiv, ist auch komplett grün am Leuchten hier, sieht auch auf jeden Fall ganz interessant aus, gerade vielleicht für ein paar Barsche, nicht schlecht, wollen wir mal ausprobieren. Dann haben wir, machen wir hier weiter, von GTT. Fast Lock Snaps in der Größe 0. Also hier eine gängige Größe, denke ich, für eher kleinere Köder. Aber sieht definitiv interessant aus. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin eh gerade dabei, mir ein paar Stahlspitzen zu bauen. Beziehungsweise auch Titanspitzen. Und da werde ich die definitiv mal drin verbauen. Ha, da bin ich ja jetzt in meinem Element hier. Einen Spoon von Shimano, das ist der Roll Swimmer, 2,5 Gramm, ja, braunes Dekor mit schwarzen Flecken, hat auch so eine leichte Koi-Optik vorne, hinten braune Rückseite, ich denke, da wird nicht zu UV-aktiv sein, oh doch, die Flecken, beziehungsweise das braune, sage ich mal, was am Snap hellbraun ist. Das ist definitiv UV-aktiv, leuchtet gut. Ich denke, gerade in so einer etwas passiveren Farbe, in so einem braun-schwarz, vielleicht eher für die passiveren oder semi-passiveren Fische, in den Mittagsstunden. 2,5 Gramm schwer das Ganze, denke ich, für die aktuelle Jahreszeit auch sehr gut, da die Fische ja meistens am Grund kleben und dann kriegen wir sie damit 2,5 Gramm auf jeden Fall auch weg. Einzelhaken selbstverständlich montiert. Sehr schön. Der wandert auf jeden Fall nachher in meine Spoonmappe. Dann haben wir von Cormoran den Core F15, ein Wobbler in Floating, also schwimmt, 3,7 cm, 4,5 Gramm schwer und eine Lauftiefe von 1,6 Metern. Sieht wirklich ganz interessant aus. Hinten wird auch nochmal gezeigt, welche Fische er fangen soll. Das sind Forellen, Barsch und ja, vielleicht sogar ein Zander steht drauf. In einer sehr dunklen, in einer sehr passiven Farbe. In so einem grün, dunkelgrün, in einem Naturton. Auch mit Einzelhaken ausgestattet. Und ich hoffe, man kann es erkennen. Die roten Punkte, die der Wobbler hat, sind auch stark UV-aktiv. Sehr interessant und weil er mit Einzelhaken ausgestattet ist, auch am Forellensee einsetzbar. Das werden wir auch mal testen. Dann haben wir von Diver den Duckfin Live Chat 10 cm, 3 Stück drin in der Farbe Purple Ghost. Ja, 7 Gramm schwer, 3 Stück. Hat auch mal einen Preis bekommen, nämlich den Best New Soft Lure. Im Jahr 2015. Gut, der Preis ist jetzt schon ein paar Tage älter, aber Köder sieht trotzdem sehr interessant aus. Auch mit einem super interessanten Schwanz. Ich hoffe, man kann das jetzt hier
erkennen. Der hat wie so ein Entenfuß als Schwanz. Also der ist nicht durchgehend wie ein normaler Chat, sondern der hat so Einwuchtungen drin. Da bin ich auf jeden Fall mal ganz gespannt, wie der Köder so läuft. Checken wir noch kurz die UV-Aktivität. Da aber nicht UV-aktiv. Aber auf jeden Fall ein sehr natürliches Dekor, sehr realistische Augen. Sehr interessant. Und dann haben wir als letzten Köder in der Box den Finisher von Lurjungs. Der war jetzt auch schon ein paar Mal in anderen Boxen in 8 cm. Verschiedene Farben sind tatsächlich bei mir drin. Wir haben so ein Motoröl, wir haben Naturdekore hier unten in so einem Pumpkin. Oh, ja gut, da sieht man jetzt gar nichts, weil die ganze Box gerade UV-aktiv ist. Aber ja, also der mittlere gerade hier mit diesem Green Pumpkin Rücken und dem orangenen Bauch ist auf jeden Fall UV-aktiv. Bei den anderen ist es ein bisschen schwer zu sehen, weil wie gesagt der komplette Karton irgendwie UV-aktiv ist hier. Aber auf jeden Fall eine schöne und interessante Farbkomposition. Ich denke, da ist von jedem ein bisschen was dabei. Auch hier gesalzen und geflavored das Ganze. Sehr schön. Dann haben wir eine Autogrammkarte von Angel Maximal und vom Yoshinator, beides handsigniert. Leider nicht die Spezialautogrammkarte. Es gibt eine spezielle Autogrammkarte. Damit hat man, glaube ich, eine Shimano-Rolle gewonnen. Plus noch irgendwas. Habe ich leider nicht. Ich habe die normale, aber auch hier sehr schön. Dann hat man auch mal eine Karte von den beiden. Einen Yoshinator-Sticker. Einen Sticker von Lurjungs. Und hier unten sieht so ein bisschen aus wie so der Beipackzettel von Arznei. Aber hier steht nochmal genau drauf, was denn alles drin ist. Ihr seht hier, die ganzen Köder, die ich gerade euch schon genannt habe, sind hier nochmal aufgelistet mit den entsprechenden Größen und dem Absinkverhalten oder zusätzlichen Informationen, wie viele drin sind. Auch nochmal eine Abbildung daneben. Und was ich super schön finde, was ich gerade sehe, es wird sogar empfohlen, oder es wird direkt eine Jiggröße hier mit angegeben, die empfohlen ist. Wie jetzt hier zum Beispiel bei dem Diver Duckfin Live Chat. Hakengröße 3.0 soll ich hier wählen. Oder beim Dude zum Beispiel ein 4.0er plus Dinger wird empfohlen. Also da weiß man auch direkt, welchen Jig ihr optimalerweise für die hier in der Box enthaltenen Köder benutzen solltet. Ja, ich denke, alles in allem bisher von allem ein bisschen was. Wir haben ein paar Sticker, wir haben eine sehr schöne Erklärung zur Box. Wir haben ein paar Köder, ein paar kleinere Köder, 8 cm hier zum Beispiel für Barsche. Auch hier den Wobbler für Barsch und Forelle. Ein Spoon, natürlich prädestiniert für die Forellen. Den Duckfin zum Beispiel auch für Barsch, vielleicht sogar auch für ein paar kleinere Zander. Fat Swim Impact als Trailer kann eine Wunderwaffe sein, wie gesagt durch seine kleinen Lamellen, sehr viele Mikrovibrationen unter Wasser, auch eine Waffe auf Barsch zum Beispiel. Den Kormoran in 10 cm, auch vielleicht ganz, oder den Action Fin Chat von Kormoran so rum, auch ganz interessant für die Barsche zum Beispiel. Für Zander ein Klassiker, den Dude, wie gesagt, und More Kiwi und natürlich ein bisschen Terminal Tackle, sage ich mal, ein paar Snaps, dass auch hier die Köder entsprechend direkt auch den Platz an eurer Route finden. Und zum Schluss halt die beiden Hechtköder schon ein bisschen größer. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich quasi vor der Kamera bin, und dann kommen wir mal zu einem kleinen Fazit und meiner Meinung zu dieser Box. So, das war's. Wir haben uns jetzt einmal den Inhalt der Better Fishing Box zusammen angeschaut. Und nun, um meine anfangs gestellte Frage zurückzukommen, trägt die Better Fishing Box zu Recht den Namen Better Fishing Box? Ich finde ja. Ich finde, für den ersten Aufschlag, den die Jungs hier an der Stelle gemacht haben, finde ich die Box schon ziemlich rund.
Es war wirklich für fast alle Fischarten was dabei. Wir hatten was für Barsch, was für Forelle, für Zander, für Hecht. Es waren sehr viele Firmen hier auch in der Box vertreten. Und wirklich ein bunter, bunter Mix durch Größen, Farben, Grammaturen und Hersteller, was ich wirklich positiv erwähnen möchte. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was sie im Januar machen. Dort soll die Box noch mal ein Stück größer werden, um noch anderes Tackle hier mitzuschicken. Und ich finde, man sollte das Ganze weiterhin beobachten. Und ich für meinen Teil werde es auch weiterhin begleiten. Sprich, ich werde mein Abonnement nicht kündigen. Ich werde mir Januar und vielleicht auch noch die Februarbox auf jeden Fall mal angucken. Und dann für mich ein Resümee ziehen, ob ich das Ganze weiter abonnieren möchte. Oder auch halt eben nicht. Aber bisher finde ich die Box sehr, sehr gut. Sehr, sehr rund. Wie gesagt, viele Köder. Ein bisschen Terminal Tackle drin. Und für mich passt das soweit. Einige Zuschauer werden vielleicht sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr Terminal Tackle gewünscht. Zum Beispiel mal ein paar Jig-Haken etc. Kann ich verstehen. Für meinen Teil, ich habe Jigs. Ich brauche nicht so viele neue Jigs. Aber für jemanden, der vielleicht gerade einsteigt oder vielleicht generell nicht so viel Angelzeug hat, macht das absolut Sinn oder kann das absolut Sinn machen. Ich persönlich bin froh, dass die erste Box gerade wirklich randvoll mit Ködern war, mit guten Herstellern war und ich hier ein paar neue Dinge einfach mal testen kann. Und dann wollen wir mal gucken, ob die Empfehlung der Jungs auch Fisch bringt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Eine Sache, von der ich noch positiv überrascht bin, ist, ich habe mich im Vorfeld mit ein paar Kollegen ausgetauscht zu dieser Box und die Befürchtung von meinen Kollegen war sehr groß, dass hier vielleicht nur oder sehr viele Produkte der Firma Zeck drin sind, um hier quasi eine neue Promotion, einen neuen Promotion-Pfad irgendwie aufzumachen. Dem ist absolut nicht so. Ein einziger Dude war drin. Das heißt, die sind an der Stelle auch beruhigt. Ich meine, mich jetzt nicht gestört. Ich finde die Produkte von Zeck gut und kann da auch nichts Negatives zu sagen. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn die Leute sagen, ich möchte eine Box haben aus vielen verschiedenen Herstellern, mit verschiedenen Ködergrößen und so weiter und so fort. Und von daher da auch an der Stelle Haken dran, ist wirklich ein bunter Mix, auch durch die Hersteller durch. Ich werde euch definitiv auch nochmal ein Feedback geben, wie ich dann die neue Box im Januar fand, weil wie gesagt, ich werde es noch ein, zwei Monate auf jeden Fall weiterlaufen lassen, werde gucken, wie entwickelt sich diese ganze Box. Das war jetzt wie gesagt die erste Box und vielleicht auch welches Resümee, welche Quintessenz, die vier Protagonisten aus dem Feedback zu dieser Box ziehen, ob es vielleicht leichte Änderungen gibt oder nicht, ob es vielleicht einen neuen Themenschwerpunkt gibt oder nicht. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, werde mir das Ganze mit anschauen und wenn ihr auch weiterhin Bock auf solche Reviews, Videovorstellungen, wie auch immer habt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und vor allem, das ist das Wichtigste, abonniert bitte den Kanal, aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ich ein neues Video zum Beispiel zu so einer Box oder zu einem Livestream oder zu einem Angeltag hochlade. Und unterstützt mich damit und wäre euch da sehr verbunden. Mir bleibt erstmal dann nichts weiter zu sagen als vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht euch noch einen schönen Abend und bis dann. Ciao, ciao.